Papa, ich bin so aufgeregt. Ja, wirklich? Warum denn, Schorsch? Na, weil morgen der erste Tag im Kindergarten ist. Schorsch, ich glaube, dann ist es jetzt Zeit, die Zahlen zu lernen. Die Zahlen? Au, oh, das wäre toll, Papa. Alles klar, Schorsch. Hier ist unser neues Spielzeug. Ui, ui, wow, das ist ein Zug. Ein kunterbunter Zug. Schorsch, jetzt müssen wir zuerst die Waggons aneinander hängen. Ja, prima. Das ist ja leicht. Schorsch, und jetzt ist die Lokomotive an der Reihe. Papa gut, Schorsch. Jetzt kommen die Zahlen auf die Waggons, aber in 60er Reihenfolge. Ich weiß, dass die erste Zahl die 1 ist. Also, wo ist sie denn? Ha, hier ist sie. Richtig, Schorsch, das ist die 1. Papa, die anderen Zahlen kenne ich nicht. Jetzt musst du weitermachen. Also, nach der 1 kommt die 2 und dann die 3. 1, 2, 3. Der erste Waggon ist fertig. Jetzt muss noch das Dach drauf. Als nächstes kommt die 4. Dann die 5. Und jetzt die 6. 4, 5, 6. Und hier ist das Dach. Jetzt kommt der letzte Waggon. Die 7. Die 8. Und die 9. 7. 8. 9. Und das Dach muss noch drauf. Papa, hier ist noch was. Was ist das? Du hast recht, Schorsch. Eine Zahl ist noch übrig. Das ist die 0. Schau mal, Schorsch. Wenn wir vor die 0 eine 1 stellen, dann haben wir die Zahl 10. Los, lasst uns zusammenzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Danke für eure Hilfe. Tschüss. Dankeschön, Papa. Jetzt kann ich die Zahlen und ich bin bereit für die Vorschule.
Hallo Freunde! Hallo Omnom! Möchtest du mit den Zahlen spielen? Lasst uns die Zahlen in die richtige Reihenfolge bringen. Wir fangen mit der 1 an. Omnom, suchst du die Zahl 2? Sie ist gar nicht hier. Mal sehen. 1. Die 2 fehlt. Die 3 ist hier. Omnom, kannst du für uns die Zahl 2 suchen? Wow, Omnom, du hast die Zahl 2 gefunden. Das hast du gut gemacht. Ich finde, du hast dir ein Bonbon verdient. Mach den Mund auf, Omnom. Und weiter geht's. 1, 2, 3. Welche Zahl kommt nach der 3? Ihr habt recht, die 4. Oh, die Zahl 4 fehlt ja auch. Omnom, kannst du uns weiterhelfen? Kannst du die 4 für uns finden? Gut gemacht, Omnom. Du hast die Zahl 4 gefunden. Alles klar, Omnom. Hier kommt dein Bonbon. Guten Appetit, Omnom. Oh, schaut mal. Hier haben wir noch 2 Zahlen. Omnom, gibt's ein Problem? Mal sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fehlt. 7 ist hier. 8 fehlt auch.
und die 9 ist da. Om Nom, kannst du für uns die Zahlen 6 und 8 suchen gehen? Nein, Om Nom, du bekommst kein Bonbon. Erst musst du noch die Zahl 8 finden. Wow, Om Nom, das ging aber schnell. Mal sehen, ob jetzt alle Zahlen an ihrem Platz sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Prima, Om Nom, jetzt hast du dir noch ein Bonbon verdient. Mach den Mund auf. Nicole, Nicole! Nicole, wir wollen mit dir spielen. Hallo Peppa, hallo Schorsch. Ich würde ja so gern mit euch spielen, aber ich muss heute meine Spielzeugkiste aufräumen. Oh, was für eine tolle Spielzeugkiste. Ja, so tolle Spielsachen. Nicole, können wir dir helfen? Ja, gerne. Und wenn wir damit fertig sind, dann können wir auch zusammen spielen. Ich möchte das Spielzeug, das hier drin ist, sortieren. Na dann los. Hopp. Hehe, schaut mal, was ich gefunden habe. Schorsch, gut, dass du die Partyhüte gefunden hast. Die brauche ich nächste Woche. Für eine Geburtstagsparty. Mal sehen, wie viel Partyhüte wir hier haben. 1, 2, 3, 4 und 5. Ich freue mich ja schon so auf die Geburtstagsparty nächste Woche. Mal sehen, was noch in meiner Spielzeugkiste ist. Oh, hier hat's Knete. Die holen wir alle raus.
Knete möchte ich zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. Hier hat's aber viel Knete. Ja, Peppa, denn ich spiele gern mit Knete. Und die kommt jetzt hier in meine Knetebox. Prima. Jetzt möchte ich mal in die Spielzeugkiste rein. Hopp. Oh, ich habe ein kleines Pony gefunden. Das ist aber schön. Super, Peppa. Das ist Pinkie Pie. Aber ihre Freunde müssen auch noch in der Spielzeugkiste sein. Peppa, kannst du sie bitte auch suchen? Ja, natürlich. Ich habe noch eins gefunden. Hier kommt Pony Nummer 3 und Pony Nummer 4. Prima, Peppa. Du hast 4 kleine Ponys gefunden. Und jetzt geht's weiter mit dem Aufräumen. Oh, hier sind ja auch die Ringe von meiner Farbenpyramide. Lasst uns eine Pyramide bauen. Ja, das wird ein Riesenspaß. Jetzt bin ich dran. Und obendrauf kommt die Kugel. Fertig. Oh, ich habe Theo und seine Freunde entdeckt. Die hole ich raus. Ich habe 4 kleine Busse aus der Kiste geholt. Einer ist gelb, einer rot. Dieser hier ist grün. Und das ist Theo. Theo ist blau. Hey, was ist denn da in der Kiste los? Das sind die Angry Birds. Ich glaube, sie sind sauer. Lass sie uns rausholen, bevor sie hier noch mehr Randale machen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und 5. Die Angry Birds machen mir ja richtig Angst. Ich finde, wir sollten sie in eine Kiste, damit sie Ruhe geben. Peppa hat recht. Hier in dieser Box sind meine Angry Birds Spielsachen. Da kommen jetzt diese hier auch rein. Das war's. In der Kiste ist gar nicht mehr viel drin. Wir sind gleich fertig. Hier hat's aber viele Bäume. Mal sehen, wie viele es sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Hier hat's auch noch Tiere. 1, 2, 3, 4 und zwar 4 Stück. Schaut mal, in dieser Box hat's ganz viele Tiere. Und diese 4 kommen auch hier rein. Die Spielzeugkiste ist leer. Ja, Peppa, wir sind fertig mit Aufräumen. Super, dann können wir jetzt ja zusammen spielen. Ich möchte mit den Ponys spielen. Dann spiele ich mit Theo und seinen Freunden. So, wir sind mit Aufräumen fertig. Jetzt können wir spielen. Und ihr dürft auch nicht vergessen, euer Kinderzimmer schön in Ordnung zu halten.
Hallo Freunde, mir ist heute so langweilig und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann ja mal Nicole fragen. Mir ist auch langweilig. Mal überlegen, was könnten wir denn machen? Ah, ich habe eine Idee. Mini, lass uns ein Zahlenspiel machen. Gute Idee, das wird bestimmt ein Riesenspaß. Prima. Mini, dann hole ich schnell, was wir für das Spiel brauchen und dann kann es auch schon losgehen. So, da bin ich wieder. Wir können loslegen, Mini. Wow, so viele Spielsachen. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was das für ein Spiel ist. Ich erkläre euch, wie es geht. Wir haben hier ganz viele verschiedene Spielzeuge. Mini muss immer die gleichen finden und sie dann zählen. Und wir lernen dabei auch die Zahlen. Das wird ein Riesenspaß. Das hört sich spaßig an. Los, lass uns anfangen. Also, als erstes musst du Kaugummiautomaten finden. Mal sehen, wie viele wir davon haben. Na dann los. Hier hat's nur Zahlen. Ah, ich habe einen gefunden. Hier ist ein gelber Kaugummiautomat. Hey, das war ja leicht. Und weiter geht's. Hier ist noch einer. Der hier ist blau. Mal sehen, ob ich noch einen finde. Ja, und zwar hier. Ein roter. Nicole, ich habe die Kaugummiautomaten gefunden. Prima, Mini. Und wie viele Kaugummiautomaten sind es? Mal sehen. Eins, zwei, drei. Es sind drei Kaugummiautomaten. Gut gemacht, Mini. Mal sehen, ob sie auch weiß, welches die Zahl 3 ist. Hier hat's aber viele Zahlen. Oh, ich habe sie gesehen. Das ist die Zahl 3. Gut gemacht, Mini. Und jetzt suchen wir die nächsten Spielzeuge. Mal sehen. Was könnte Mini als nächstes suchen? Bauplätze, Mini. Such alle Bauplätze auf dem Tisch. Alles klar. Mal sehen. Ah, hier ist ja schon einer. Sogar zwei hat's hier. Einen grünen und einen gelben. Weiter geht's. Oh, hier ist ein hellgrüner Würfel. Und da ein Zylinder. Er ist orangefarben. Mal sehen. Hier hat's noch zwei Stück. Eins und zwei. Weiter geht's. Noch ein Zylinder. Dieser hier ist rot. Mal sehen. Hier ist noch einer. Und einer ist hier. Ich glaube, jetzt habe ich alle gefunden. Mal sehen, ob Mini auch keinen übersehen hat. Nein. Gut gemacht, Mini. Du hast alle Bauklötze gefunden. Und wie viele sind es? Mal sehen. Neun. Ich habe 9 gezählt. Stimmt das, Nicole? Mal sehen, ob Mini recht hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Gut gemacht, Mini. Und kannst du jetzt auch die Zahl 9 finden? Die Zahl 9. Kommt sofort. Moment mal,
Welches ist die 6 und welches ist die 9? Das ist die 9. Gut gemacht, Mimi. Man sieht, sie hat im Mathematikunterricht gut aufgepasst. Jetzt machen wir es ein bisschen schwieriger. Von einem der Spielsachen hat's 5 Stück. Mimi, kannst du finden, von welchen wir 5 Stück auf dem Tisch haben? Mal sehen. Vielleicht sind es ja die Eiswaffeln. Ich zähle sie mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind keine 5. Und ich sehe gerade, da hinten stehen ja noch welche. Dann muss es ein anderes Spielzeug sein. Mal sehen. Ach, vielleicht sind es die Angry Birds. 1, 2, 3, 4, 5. Es sind die Angry Birds. Von den Angry Birds hat's 5 Stück. Gut gemacht, Mini. Und jetzt müssen wir noch die Zahl 5 finden. Mal sehen. Hier, die hellblaue Zahl ist die 5. Prima. Mini hat den Auftrag ausgeführt. Weiter geht's. Du hattest ja gedacht, dass wir vielleicht 5 Eiswaffeln haben. Das war aber nicht der Fall. Mal sehen, wie viele es wirklich sind. Alles klar, ich zähle die Eiswaffeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe 8 Eiswaffeln gezählt. Stimmt das, Nicole? Mal sehen, ob Mini recht hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Gut gemacht, Mini. Ich weiß schon. Jetzt muss ich die Zahl 8 bringen. Ha, hier ist sie ja schon. Das war ja einfach. Mini kann schon richtig gut zählen. Und weiter geht unser Spiel. Nicole, ich kann gut zählen. Aber kannst du es auch? Zähl doch du mal. Zum Beispiel, wie viele Autos auf dem Tisch sind. Alles klar, dann bin jetzt ich dran. Mal sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier ist noch 1. 7. Wir haben hier 7 Autos. Gut gemacht, Nicole. Jetzt bin aber wieder ich dran. Unser Tisch ist schon ganz schön leer. Mini, ich habe eine Idee. Du suchst jetzt nur noch die Pfefferstreuer und ich die Bäume. Das habe ich gleich. Hier ist einer. Hier auch. Da ist der nächste. Ah, hier stehen gleich 2 nebeneinander. Und hier ist der letzte. Mini hat's mir leicht gemacht. Ich brauche jetzt nur noch diese Bäume einzusammeln. Ich habe 4 Bäume gefunden. Mini, und wie viel Pfefferstreuer hast du? Ich zähle sie gleich mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier hat 6 Pfefferstreuer. Mini hat natürlich wieder recht. Sie hat
6 Pfefferstreuer gefunden und ich habe hier 4 Bäume. Das war ein tolles Spiel. Mir hat's Spaß gemacht. Mini, und jetzt schauen wir nochmal, wie viele einzelne Spielzeuge wir gefunden haben. Auf dem Tisch waren 3 Kaugummiautomaten, 4 Bäume, 5 Angry Birds, 6 Pfefferstreuer, 7 Autos, 8 Eiswaffeln und 9 Bauklötze. Mir hat's auch Spaß gemacht, Nicole. Können wir bald wieder zusammen spielen? Mir hat's auch Spaß gemacht, mit Mini zu spielen. Ich muss mir bald wieder ein neues Spiel überlegen. Wenn du ein tolles Spiel weißt, dann schreib es uns als Kommentar und wir spielen beim nächsten Mal wieder gemeinsam.